Wir gucken ein Video von einem jungen Na oder von einem Mann, Entschuldigung, von einem jungen Mann namens Niklas. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Warum dieser Kunststil und zerstöre ich meine Werke? Das hat der Yoshi mir in die Liste geladen. Warte. Reaction. So. Hallo, mein Name ist Niklas Markowski, ich bin 19 Jahre alt und Künstler. Ich habe in den letzten Wochen nicht so viele lange YouTube-Videos hochgeladen und wollte einfach mal wieder damit starten, weil ich finde, dass das eine gute Möglichkeit ist, um so ein bisschen detaillierter auf die Themen einzugehen. Und in dem heutigen Video möchte ich erklären, warum ich meine Kunst so mache, wie ich sie mache. Ich zeichne und male hauptsächlich anatomische Darstellungen, also Gesichter und Hände hauptsächlich. Und dabei gehen meine naturalistischen Darstellungen in abstrakte Elemente über. Viele fragen sich, warum ich das mache, da als ich noch vor einigen Jahren mit der ganzen Kunst. Das machen wir aber ganz viel. Also nicht, dass diesen Stil machen viele. Also das habe ich auch schon häufiger gesehen. Das ist aber auch nicht überhaupt. Man findet das Rad ja nie neu, ne? Aber diese Kommentare, oh, jetzt ist es kaputt, ah, vorher war es besser, Mist, jetzt ist alles vorbei, ja. Ich mache das ja auch ab und zu mal, dass ich Bilder noch bearbeite, wie die Frau, bei der ich den Schweinekopf drauf gemalt habe. So oft, dass Leute darunter geschrieben haben, jetzt ist wirklich ruiniert. Ja, jetzt ist richtig furchtbar. Dabei ist es doch einfach nur anders. Es kriegt halt eine, es gefällt halt jetzt anderen Leuten. Es kriegt eine andere Ebene. Sache angefangen habe, ich mich hauptsächlich auf rein naturalistische Motive konzentriert habe. Also ich habe häufig Bilder aus dem Internet genommen oder einfach eigene Fotos, die man gemacht hat und die dann versucht, so naturalistisch zu zeichnen, zu malen, wie es geht. Aber das ist eine Sache, die mir persönlich einfach sehr schnell langweilig wurde, weil wenn man so ein bisschen seine Skills verbessert hat und die Motive immer naturalistischer und immer naturalistischer werden, was einfach nichts mehr ist, was einen reizt. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht verstehe. Die Leute, die trachten immer so sehr danach, eine fotorealistische Zeichnung zu erstellen oder zu bekommen. Ja, dann Drucker. Ein Drucker ist ein 1A-Ding, um ein Foto auszudrucken. Und ein Kunstwerk sollte doch Eigenheiten des Erstellers mit drinne haben. Meiner Meinung nach. Für mich ist das ganz wichtig, so einen eigenen Stil, einen Wiedererkennungswert zu haben, die Sicht auf die Dinge und sowas. Das eine andere Darstellungsform als Fotorealismus. Ich verstehe, dass die Technik und der Skill beeindruckend sind, aber es ist halt einfach nur beeindruckend, wie ein gut gebohrtes Loch, ein gerade eingeschlagener Nagel, ein schön gefliester Boden. Ja, sauber gemacht, aber halt nicht spannend, nicht aufregend, nicht interessant, sondern nur schön, nett. Und letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und dort hatte ich die Möglichkeit, eine künstlerische Zusatzleistung zu machen. Das heißt, es besteht daraus, dass man seine eigene Ausstellung macht und dann sowohl die Ausstellung als auch die gemalten Bilder bewertet werden und das mit in die Abiturnote einfließt. Und durch vieles Habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Finde ich ja ganz cool. Ausprobieren bin ich dann letztendlich zu diesem Stil gekommen. Ich mag es einfach sehr, weil diese Bilder für mich eine eigene Dynamik haben. Ich finde, dass dieser Kontrast halt irgendetwas schafft, was andere Bilder, die ich vorher gemacht habe, nicht geschafft haben. Und ich möchte auch gar keinen dazu animieren, irgendwie meine Bilder zu mögen, die er jetzt nicht mag, weil ich weiß, dass auch meine Kunst nicht unbedingt jede Person anspricht, aber es ist einfach ein Weg, der für mich am besten ist, um mich auszudrücken. Und Also Stil ist allgemein etwas, was sich über die Zeit entwickelt und auch immer weiterentwickelt. So, wenn du etwas lange machst, dann kommst du nicht umhin, eine Entwicklung zu erfahren. Ob du die jetzt direkt wahrnimmst oder erst rückblickend sehen kannst, ist eine andere Frage. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Moment. Jetzt ist er 19, ich weiß nicht, wie lange er schon malt, aber er tut es anscheinend mit sehr viel Liebe. Und dann ist es doch wundervoll, dass man sich über den Anspruch nach Fertigkeit hinaus entwickelt. Das ist doch toll, das ist doch wichtig. ich möchte einfach mit den Videos auch so ein bisschen die Möglichkeit bieten, das besser zu verstehen. Es hat auch wirklich lange gedauert und viele neue Versuche benötigt, um diesen Stil zu finden.
weil es echt nicht einfach. Ich finde es ein bisschen schade, dass er schon so fertig klingt, ne? So, ja, das ist mein Stil und das soll er auch sein. Also, weil das finde ich ein bisschen schade, aber es ist wahrscheinlich auch so eine, ja, also es ist jetzt nicht schlimm oder sowas, ne? Aber es ist so unoffen für alles, was danach kommen mag. Ist etwas zu finden, was einen selber auch anspricht. Man möchte natürlich auch, Ich hätte gerne mehr Bilder. dass den anderen Leuten die Kunst gefällt, aber man sollte sich davon am Anfang nicht so ablenken lassen. Man möchte auch, dass anderen die Kunst gefällt. Nee, davon sollte man direkt weg. Direkt weg. Wenn du möchtest, dass anderen deine Bilder gefallen, dann frag die, was du malen sollst. Und dann mal denen das. Ansonsten mal, was du malen möchtest und andere werden sich dafür begeistern. Ich sage das immer wieder, wenn du von dem begeistert bist, was du tust, schwappt das über. Du ziehst andere mit in diesen Bann. Das ist einfach eine ganz normale Reaktion von Menschen, die lassen sich anstecken für etwas. Nicht jeder bei allem oder sowas, sondern das bringt die Sache einfach so mit sich. Es gibt sowohl Leute, die meine Kunst so mögen, wie sie jetzt gerade ist, als auch Leute, die sich fragen, warum ich zu diesem Stil gewechselt bin. Aber ich finde, im Gewechselt. Vordergrund sollte als allererster stehen, dass man selber die Kunst mag, weil ich finde, wenn man keinen Bezug zu seiner Kunst Das ist hat, doch spannend. kann man das auch anderen Leuten selber nicht überzeugend darstellen. Also, Stimmt. dass die Kunst erst dann wirklich überzeugend wirkt, wenn man auch selber davon überzeugt ist. Und ich bin einfach froh, dass ich diesen Stil gefunden habe und möchte auch gar nicht das jetzt irgendwie ändern oder so, um andere Leute zu beeindrucken, sondern ich möchte vielmehr die Leute finden, die meine Kunst wirklich so mögen und auch auf YouTube und Ähnlichem halt die Möglichkeit bieten. Ich will mal kurz was gucken. Kanalinfo, hat er irgendwo Instagram oder sowas? Videos, Shorts? Ah, hier sieht man aber mehr Bilder wenigstens. Okay, sowas ist doch spannend. Also, das ist, finde ich, tatsächlich noch ein Ticken vorhersehbar. Das mit den Händen. Das mit den Händen fand ich sehr spannend. Oh. Hallo, mein Name ist Niklas. Ablenken Entschuldigung. lassen. Es gibt sowohl, kann man das auch anderen Leuten selber nicht überzeugend darstellen. Also, Ah, da dass waren wir, okay. die Kunst erst dann wirklich überzeugend wirkt, wenn man auch selber davon überzeugt ist. Und ich bin einfach froh, dass ich diesen Stil gefunden habe und möchte auch gar nicht das jetzt irgendwie ändern oder so, um andere Leute zu beeindrucken, sondern ich möchte vielmehr die Leute finden, die meine Kunst wirklich so mögen. Und auch auf YouTube und Ähnlichem halt die Möglichkeit bieten, etwas genauer auf die Werke einzugehen, um auch Interesse zu wecken. Häufig interessiere ich mich auch für Künstler, die eben genau nicht meinem Stil entsprechen, die halt mal in eine andere Richtung gehen, ein anderes Medium ausprobieren, weil ich finde, es ist auch wichtig, sich auch mit etwas anderen Sachen auseinanderzusetzen, um sich ein Bild zu schaffen. Aus dem Grund, wenn ihr euch für Kunst interessiert, probiert wirklich so viel aus, wie es geht. Unterschiedliche Das Medien, stimmt. unterschiedliche Farbtöne. Alles, worauf man Lust hat, einfach. Du kannst nur dazu lernen. Aus dem Grund probiert euch aus und findet hoffentlich das Richtige. Die meisten meiner Ölgemälde hängen aktuell im Restaurant in meiner Nähe aus und die Zeichnungen, die ich fertige, sind für eine Ausstellung im Oktober gedacht. Falls ihr nichts verpassen wollt, folgt gerne rein für mehr. Das würde mich sehr freuen, denn in den nächsten Videos möchte ich etwas genauer auf die Planung und die Umsetzung der Ausstellung eingehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like da und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Ist ein bisschen schade, dass man nicht mehr gesehen hat. Also mehr Kunst von ihm. Das hätte mich interessiert, weil das mit den Händen sah doch stark aus. Ja, ansonsten finde ich, hat er recht. Auch wenn es ein bisschen schade ist, dass er so fertig klingt. Na, er hat diesen Stil gefunden. Da ist er hingewechselt. Ich finde den Stil wechseln. Das klingt mir alles immer zu starr. Ich finde, sowas passiert im Fluss. Man eignet sich neue Dinge an. Man malt basierend auf Erfahrung, Gesehenem.
Dingen, die man, ja, also, egal, ihr wisst, wie ich es meine. Vieles entwickelt sich einfach ganz homogen, natürlich von selbst. Und da sollte man sich nicht so einfahren lassen. Und es gibt nichts Langweiligeres, als ein Foto von einem Foto abzumalen. Also Referenzen zu nutzen ist super, aber es braucht seinen eigenen Strich. Nur weil du eins zu eins etwas kopieren kannst, ist das nicht gleich spannend. Also es ist cool, dass du das kannst, aber es macht das Bild nicht spannender. Naja, na gut. Vielen Dank, Niklas. Bis bald.